Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Alle Jahre wieder. Ja, jetzt kommt dann der Winter. Es ist kalt, es ist nass draußen und gefühlt sind alle Menschen um mich herum krank. Ich möchte gerne in diesem Video 7 Hausmittel gegen Erkältungen mit euch teilen und ich habe ja über dieses Thema jedes Jahr eigentlich ein Video gedreht. Ich verlinke sie auch nochmal unten in der Infobox, gerade auch was Nahrungsergänzung und Co. angeht. Da gibt es auch noch weitere effektive Tipps. Aber die gängigsten 7 Hausmittel gegen Erkältungen möchte ich gerne jetzt mit euch teilen. Ja, fangen wir gleich mit den Tipps an. Und zwar ist Tipp Nummer 1 Ingwer und Zitrone. Das ist jedem inzwischen bekannt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das machen viele auch immer noch fatalerweise wirklich leider falsch, das Vitamin C der Zitrone ist hitzeempfindlich. Und oft höre ich, ja, ich bin so verschnupft und so krank, ich trinke ja regelmäßig heiße Zitrone. No way. Das darf man wirklich nicht tun, weil das Vitamin C dadurch, wenn man das mit heißem, kochendem Wasser überschüttet, fast gänzlich kaputt geht und wir fast gar nicht mehr davon profitieren. Das heißt, wenn wir Zitronen verwenden, dann bitte nur in lauwarmem Wasser. Und beim Ingwer ist es so, dass oder er gilt ja auch als das absolute Superfood und das Wundermittel gegen Erkältungen. Und so ist es auch. Aber gerade präventiv, also vorbeugend, kann man da wirklich super viel machen, weil Ingwer wirkt antiseptisch und antibakteriell. Wenn du bereits jetzt erkältet bist, kannst du einen Ingwertee in deinen Alltag integrieren, einfach Ingwer klein schneiden und in Wasser schmeißen, über Nacht ziehen lassen und morgens dann trinken. Und übrigens gibt es beim DM seit neuestem auch einen Ingwertee, in biologischer Qualität, ich glaube roundabout 2 Euro kostet der. Ja, der eignet sich auch super gut für alle Faulies unter euch. Das wäre mal mein erster Tipp, dass man einfach, wie gesagt, Ingwer und Zitrone in den Alltag integriert. Man kann auch ein gefrorenes Stück Ingwer nehmen und in Speisen reinreiben, in Curry beispielsweise, um das Ganze aufzupumpen und gleichzeitig das Immunsystem zu stärken. Mein zweiter Tipp ist auch klassisch und zwar Tee mit Honig. Dabei ist auch wieder zu beachten, dass man den Honig bitte niemals in ganz heißes Wasser einrühren sollte, weil sonst kann es sein, dass der Honig tatsächlich toxisch wird. Also auch bei Honig gilt, wie bei der Zitrone, wenn, dann in lauwarmes Wasser einrühren, weil bei Erkältungen gilt ja generell viel trinken, damit die Schleimhäute einfach befeuchtet bleiben. Und gerade beim Teetrinken nimmt man dann einfach viel Flüssigkeit zu sich und zudem kann einfach die Wärme von dem Tee Halsschmerzen und Husten lindern. Und dann ist es noch so, das ist ein Geheimtipp, dass Honig in Wasser eingerührt übrigens Wasserstoffperoxid freisetzt. Und Wasserstoffperoxid desinfiziert ganz, ganz stark gerade eben den Hals und den Rachen. Man kann dann auch mit Honigwasser, mit kaltem Wasser einfach gurgeln, den Honig davor einrühren, bis sich kleine Bläschen bilden. Und Honig enthält auch natürlichen Zucker, der übrigens den Keimen auch das benötigte Wasser entziehen kann. Und das hemmt so dann einfach die Vermehrung der Keime. Achtung, man sollte natürlich darauf achten, dass der Honig wirklich aus einer natürlichen Quelle kommt und wirklich aus Bienennektar hergestellt wurde, weil Supermarkthonig leider ganz, ganz oft mit Zucker gestreckt wird. Und Zucker hätte dann natürlich die gegenteilige Wirkung, also Haushaltszucker, weil Haushaltszucker, weißer Zucker wirklich Bakterien und Viren füttert und so vermehrt natürlich. Also wenn dann vom Imker deines Vertrauens und dann am besten auch mit Kombination in Wasser sozusagen zu sich nehmen als Tee oder eben aber als Wasserstoffperoxidlösung sozusagen. Also ganz arg aufpassen da bitte. Der dritte Tipp wäre, Kurkuma-Produkte in den Alltag integrieren in Form von Heißwasserextraktion aus Kurkumin oder einfach ganz normal Kurkuma-Kapsel nehmen oder aber auch eine Kurkuma-Suppe herstellen. Man kann das super easy machen, dazu braucht ihr einfach nur Möhren, also Karotten, Kartoffeln, ein bisschen Petersilie und natürlich Kurkuma. Einfach die Karotten und die Kartoffeln stückeln, aufschneiden, kochen mit Wasser, aufkochen, dann pürieren und Kurkuma dazugeben, ein bisschen schwarzen Pfeffer dazugeben und Petersilie drüber und schon habt ihr das super gute Anti-Erkältungsessen. Der ultimative Tipp wäre dann noch, wenn man ein bisschen Schwarzkümmelöl drüber gibt, das hat dann noch eine antioxidative Wirkung zusätzlich und das ist wirklich sehr nährstoffreich und wärmt auch von innen. Dann der Tipp Nummer 4. Ist inhalieren mit Kamille oder Salbei oder aber auch eben gurgeln.
Das eignet sich dann natürlich bei Husten, generell bei Atemwegsbeschwerden, wenn man dann den heißen Dampf inhaliert. Aber Achtung, Verbrennungsgefahr. Man muss wirklich immer gucken, ob er wirklich auch schon stark genug abgekühlt ist. Wenn man das Inhalieren dann mit Thymian-Tee kombiniert, mit dem Trinken von Thymian-Tee, kann man ganz, ganz leicht abhusten. Man muss dabei bemerken, dass es natürlich nicht von jetzt auf gleich sich lösen wird, sondern man sollte das wirklich mal ein paar Tage, 2 bis 3 Mal täglich machen und dranbleiben, einfach ein Handtuch über den Kopf geben und lange Zeit inhalieren. Und ja, dann sollte man, wie gesagt, einfach leicht abhusten können. Das ist dann sozusagen ein natürlicher Husten- und Schleimlöser. Und Tipp Nummer 5, viel trinken, Wasser oder Tee. Ich möchte dir auch erklären, warum. Wenn die Schleimhäute austrocknen, weil sie eine natürliche Barriere bilden in Form von Schleim, eben und Sekret, dann kann es ja natürlich sein, dass, wie gesagt, einfach die Atemwege innerlich unter dieser Schleimschicht sozusagen so ein bisschen austrocknen und dann wiederum noch anfälliger werden für Keime und Bakterien. Und da müssen wir eben natürlich gucken, dass unser Gewebe eben auch befeuchtet wird von innen heraus und deswegen sollten wir unbedingt einfach viel trinken. Dazu kommt noch, dass wenn wir erkältet sind, schwitzen wir nachts auch vermehrt und da verlieren wir natürlich auch nochmal Flüssigkeit. Also der Flüssigkeitshaushalt ist super wichtig und entscheidend. Und Tipp Nummer 6, wären Zwiebeln. Zwiebeln eignen sich sehr bei Ohrenschmerzen und aber auch bei Halsschmerzen. Man kann einfach die Zwiebel schälen, in Stücke schneiden, da atmet man ja sowieso schon die ätherischen Öle ein. Dann kann man sie in Säckchen füllen und beispielsweise auch auf die Brust legen und einfach so ein bisschen passiv inhalieren oder man arbeitet mit Zwiebelwickeln. Und das wäre auch mein nächster Tipp, wirklich mit Wickeln zu arbeiten. Es gibt natürlich verschiedenste Wickel. Man muss auch immer gucken, möchte man wirklich heiße Wickel machen oder kalte Wickel? Oder ist das Tuch wirklich feucht oder trocken? Das kommt natürlich auch immer auf die individuellen Beschwerden an. Da am besten mal die Suchmaschine anwerfen. Aber was ich immer sehr gerne bevorzuge, sind einerseits Quarkwickel. Die wirken natürlich abschwellend und kühlend. Andererseits aber auch Zwiebelwickel, weil ich da einfach den Geruch so super lindernd finde. Und ja, das Ganze kann man dann noch in die Mikrowelle legen und erwärmen. Und das führt auch dann dazu, dass die Durchblutung gefördert wird, dass die ätherischen Öle eingeatmet werden. Und das lindert dann ganz gut die Symptome. Man kann natürlich auch mit anderen ätherischen Ölen arbeiten. Immer darauf achten natürlich, dass es bioätherische Öle sind, dass man nicht irgendwie unnötig noch Zusatzstoffe einatmet und die Atemwege dann, wie gesagt, unnötig reizt. Und ja, das wären meine 7 Tipps gewesen. Wenn ihr wissen wollt, wie gesagt, welche Nahrungsergänzung man einnehmen kann, um Symptome zu lindern, um die Gesundung schneller voranschreiten zu lassen bzw. das Immunsystem zu pushen, könnt ihr, wie gesagt, unten in die Infobox schauen. Da hatte ich auch mal ein Video gemacht über Vitamin C, über Vitamin D und Zink während einer Erkältung, natürlich auch, was die genaue Dosierung angeht. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr seid gesund und ihr bleibt auch gesund und kommt mit eurem gestärkten Immunsystem gut durch den Winter. Und ansonsten könnt ihr einfach, wie gesagt, auf die genannten Hausmittel zurückgreifen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video auch gesund wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!